Die Qualitäten des 5er BMW sind bestechend. Die vierte Generation, die zwischen 1995 und 2003 produziert wurde, schaffte es im renommierten JD Power Report auf Platz 1 in der Oberklasse. Ein Top-Ergebnis, damit nicht genug. Auch bei den Hauptuntersuchungen belegt der 5er einen Spitzenplatz. Der E39, wie er werksintern genannt wird, erschien 1995 mit drei Motoren, allesamt rein Sechszylinder. Inzwischen nahezu ein Alleinstellungsmerkmal von BMW. Die Aggregate glänzen mit einem sonoren Klang und einer fast unerreichten Laufkultur. In Kombination mit dem ebenso präzise wie knackig zu schaltenden Sechsganggetriebe macht das die sprichwörtliche Freude am Fahren aus. Das Fassungsvermögen des Touring beträgt zwischen 410 und 1525 Litern. Da passt wirklich eine Menge hinein. Die Innenausstattung des 5er BMW kann gigantisch sein. Mit Betonung auf kann. Alles kostet extra, aber wenn man alles extra kauft, hat man alles, was man zum Fahren auch nicht braucht. Das Fazit: Der 5er BMW der alten E39er Baureihe ist eines der beliebtesten Gebrauchtfahrzeuge in Deutschland. Und das zu Recht.